Pika! So, Laser lebt wieder, mein Pikachu. Und ich habe ein bisschen im Chat gelesen. Ja, es gibt Leute, die sagen, ich soll nicht im Chat lesen, dann ist es authentischer. Aber dann dauert diese Spielreihe vielleicht auch 1 Milliarde Jahre. Und im Chat gilt die Meinung, ich solle doch nicht versuchen, alle Pokémon gleichzeitig zu trainieren. Manche sagen, ich soll erstmal nur einen oder maximal 2 oder 3. Ja, das ist so das Feedback aus dem Chat, da geht's ja nicht lang. Aber was weiß schon der Chat? Schließlich bin ich Poketrainer und weiß natürlich, was am besten ist für meine Pokémon. Wenn es nach dem Chat gegangen wäre, würde Pikachu jetzt auch einfach irgendwie tot im Rucksack liegen und anfangen zu stinken. Aber nein. Bei mir wird eben die Gesundheit der Pokémon an erste Stelle gesetzt. Los, Hauki! Das ist ein Mirror Match. Das Doofe ist ja, wenn ich mit meinem Haupttypen angreife, da haben die anderen ja auch nichts von. Also wie man es macht, das ist auch irgendwie falsch. Das ist sehr effektiv. Jetzt haben nur Hauki und Bisashiggi was bekommen. Aber Bisashiggi ist Level 10, das ist ja schon mal was. Oh. Pokéball! So. Jetzt sind wir wieder hier. Ich gehe kurz in die Stadt heilen. Nein, mache ich nicht. Jeder Treffer sofort ins Poké-Center. Wir wollen ja auch mal weiterkommen. Ne? Kann ich nochmal mit dem? Sei leise, du verjagst alle Käfer. Du hast mich doch eben angemacht. Hier gibt es den sicheren Weg und den unsicheren. Oh, der will bestimmt kämpfen, oder? Ja. Aber die geben wenigstens gute Erfahrungspunkte. Oh, der hat 3. Los, Hauki! Oh, shit, daneben. Ah. Komm, Hannes. Hauki, genug, du hast genug nichts gemacht. Darf ich auch noch mal angreifen oder was? Oh Gott, das macht ja gar keinen Schaden. Dieser Shiggy wurde vergiftet. Ach du Scheiße. Da hilft nur Feuer. Bam. Hauki Level 5. Hannes. Fuck, der hat ja 3. Das habe ich ganz vergessen. Wieso darfst du immer zuerst? Oh,
auch vergiftet. Das ist ja mega fies, ey. Ein sehr spannender Kampf. Hannes Level up. Kokuna. Mit Cedric das Pokémon wechseln. So. Ist doof, dass man hier auf dem Bildschirm nicht die Erfahrungspunkte sieht. Oh, den kenne ich noch nicht. Kokuna. Ja, bist du wohl langsam, was Kokuna? Härtner eingesetzt. Jetzt mache ich wahrscheinlich gar keinen Schaden. Toll, ich habe seine Initiative gesenkt. Er darf trotzdem noch mal vor mir angreifen, oder was? Okay, gleich ist er ein Stein, wenn er so weitermacht. Hatte ich Hannes schon gegen... Gott, das macht ja gar nichts. Ah, okay. Bisashigi! Okay, zumindest ist Kokuna nicht der Allerschlauste. Aber... Vielleicht hilft uns das. Yes. Alter, Glut haut aber rein, ey. So ein Mist. Muss ich wohl ein paar Stärkere fangen? Oder dich einfach nicht mit dem Warrior anlegen, ey. Sind die jetzt noch vergiftet? Ja, shit. Ach Mist, da ist es schon. Wie weit ist es noch bis zur Stadt? Verlieren jetzt pro Schritt oder was? Ach du Scheiße. Ich glaube, ich habe nur eins. Gegengift. Tja. Ich muss es Bisashigi geben, weil der im Zweifelsfall stärker ist und mir den Arsch rettet. Ich weiß ja nicht, wie weit es noch bis zur Stadt ist. Da hat sich wohl jemand Gedanken bei der Itemplatzierung gemacht. Aber ich meine, wenn ich jetzt hier nicht mehr ins tiefe Gras gehe,
Dann ist ja eigentlich auch egal, wenn er stirbt, wenn ich jetzt zur Stadt komme. Ich versuch's. Dann spare ich das Gegengift. Oh shit. Okay, ich spare das Gegengift doch nicht. Oder ist er schon weg? Nee, er lebt noch. Hannes. Alle wieder fit, denn jetzt wird wieder gekämpft, wie es aussieht. Erstmal speichern. Ach, der hat ja nur zwei, voll easy. Und auch noch ein Raupi. Dann nimm's mal mit meinem Raupi auf. Hier. Mein Raupi heißt nämlich Hauki. So, direkt Laserschelle. Angriff. Scheißen wir jetzt mal auf die Debuffs. Und dieser Shigi darf wieder die Kohlen aus dem Feuer holen. Versteht ihr? Wegen Feuer? Naja. Dieser Shigi steigt schon gleich wieder auf. Hannes hat Fußkick gelernt. Den darfst du auch gleich mal einsetzen. Ich bin mal gespannt. Los, Hannes! Fußkick. War ja jetzt nicht so der Bringer. Hauki ist echt auch ein bisschen schwach auf der Brust. Und Gunnar haben wir auch schon länger nicht mehr gesehen. Bisashiki könnte jetzt sogar ein Level aufsteigen. Ein bisschen Glück. Habe ich wahrscheinlich zu viele Pokémon eingesetzt. Ich finde ja den Fast Mode eigentlich doch besser, wenn ich ehrlich bin. Die Kämpfe ein bisschen schneller gehen. Oh, Sophia ruft an. Ey, Sophia, was geht denn? Ich bin doch gerade voll am Pokémon spielen. Ja, weil du sollst mich mal einsetzen. Ich bin doch ein Vogel. Ich bin doch voll gut gegen Käfer. Aber der Chat hat gesagt, ich soll nicht alle einsetzen und ich soll die anderen nehmen. Okay, ich setze dich wieder mehr ein, okay? Ja, oder setz mich an die erste Stelle, dann kriege ich immer Erfahrungspunkte, wenn du mich
einwechseln. Aber da musst du jetzt auch echt gut kämpfen. Du hast dich echt so in den letzten Kämpfen nicht ganz so super geschlagen. Ja, ich gebe mir jetzt noch mehr Mühe, versprochen. Aber setz mich an die erste Stelle, weil wenn du mich nicht einsetzt, dann bin ich halt scheiße. Ja, okay, ich setz dich jetzt ein, Sophia. Dann wirst du groß und stark, okay? Geil, okay. Gut. Bis gleich. Tschö. So, da beschweren sich schon die ersten Real-Life-Pokémon. Setz mich mehr ein. Aber es hat ja geklappt. So. Jetzt habe ich gar nicht drauf gebannt. Dieser Jiggy ist, glaube ich, nicht aufgestiegen. So. Okay, dann mache ich mal der Sophia den Gefallen. Darf sie auch mal am Anfang ran. So. Zufrieden. Ich bin ein knallharter Pokémon-Trainer. Ein wildes Horn-Liu. Sophia! So, dann zeig mal. Ja, das geht doch. So, jetzt darf nochmal Bisashiggy rein, weil der ist gleich ein Level hoch. Das wird wahrscheinlich noch nicht reichen, aber... Hier, 14 Erfahrungspunkte für Sophia. Und ein Level-Up auch direkt noch. Guck mal. Oh, oh. Muss ich gerade mal gucken, ob ich ausgerüstet bin. Ah ja, warum nicht, oder? Komm. Safcon. What? Was ist es? Ein Safcon. Hm. Das ist auch so ein Härtner. Härte das. Wow. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Oh, Sophia, guck mal. Das geht ja echt schnell so. Du hast den Sandwirbel erlernt. Und Bisashiggy auch. Wow, jetzt geht's ja richtig ab. Voll gut, ey. Looten und leveln. So, dann darf jetzt auch noch mal Aoki. Hilma. Alter Schwede, ich bin voll overpowered und imbar. Nein, ich bin einfach ein sehr guter Pokémon-Trainer. Ich habe Bisashiggy alles beigebracht, was es in diesem Business zu lernen gibt. So, Gunnar auch nochmal. Ach, Hilma ist ja der Typ, nicht das Pokémon.
Tschüss. So, Hilma, du hast verloren. Du hast ein bisschen Schmetterlinge fangen mit deinem Netz. Trank. Ich speichere mal. Das war doch alles sehr erfolgreich gerade. Tipps für Trainer. Es ist verboten, anderen Trainern Pokémon zu stehlen. Wer würde denn so einen Quatsch auch machen? So eine Idee würde ich nicht mal kommen. So. Phallus. Kokuna. So, jetzt gucke ich mir mal den Sandwirbel an, was der macht. Genauigkeit. Ah, sowas finde ich immer ganz gut. Dann können die nicht mehr so richtig treffen. Aber Kokuna härtet sich jetzt eh 24 Mal selbst und dann ist er weg. Schon komisch, dass der Pokémon, der ein bisschen aussieht wie ein Glied, sich die ganze Zeit härtet, finde ich. Ah, vielleicht sehe ich da auch Sachen. Glutenangriff. So, da ist ein Poketrainer. Okay. Come on! Rudolf! Ein Level 9 Hornliu. Entschuldigung, Sophia. Sollen wir lachen? Hier, kriegst ein bisschen Sand. Mit dem kannst du spielen, Hornliu. Zack. Sieht auch ehrlich mehr so aus, als ob Sophia den gerade angekackt hätte. So Köttel, so Hasenköttel. Sieht nicht aus wie Sand. So, wer darf denn mal... Gunnar. Toll. Gunnar betritt das Feld sofort vergiftet, oder was? Hat gar nichts gemacht. Oh, guck mal hier, ein Volltreffer. So, ich lasse Gunnar den Kampf zu Ende führen. Wir sind nämlich eh gleich da oben am Ausgang, so wie es aussieht. Do it! Och, Gunnar. Ja, wohl nicht dein Ernst. Hier, Sophia, seit deinem Anruf schon 3 Level-Ups. Oder? Und Gunnar auch direkt hoch. Oh, ich habe so eine krasse Pokémon-Armee. Und den Ruckzuck-Hieb. Kann ja gar nichts mehr schief gehen. So, Rudolf, mach dich ab. Mit deinem lächerlichen Viechern da. Der nächste Ort ist Marmoria City. Ich hab's geschafft. Achte auf Büsche am Wegrand. Pokémon können sie mit einer Spezialtechnik klein hacken. Viele Pokémon leben in Höhlen und Wäldern. Du sollst dich überall umsehen, um verschiedene zu finden. Man kann die Entwicklung eines Pokémon stoppen. Bricht man sie ab, dann bleibt das Pokémon, wie es ist. Okay. Wie, Moment, wo ist denn jetzt Vertania City? Nee, warte. Moment, Vertania kam ich ja. Hier soll doch jetzt eigentlich eine Stadt sein. Brauche doch ein Pokécenter. Ich will mich auch aufladen. Ach so, Marmoria. Gut, alles gut, alles gut.
Hier gibt es nur wenige ernsthafte Pokémon-Trainer, aber Rocco, der Arena-Leiter von Mamoria City, versteht sein Geschäft. Aha, Rocco also. Weißt du, was ich hier mache? Nein. Ich versprühe Schutz, um Pokémon von meinem Garten fernzuhalten. Ja, du bist ein ganz cleverer Typ, was? So, jetzt gehe ich kurz hier. Was für ein perfektes Timing. Immer wenn ich gerade im Pokécenter angekommen bin, gibt's Werbung. Es wird wieder geheilt und abgespeichert. Und wenn ihr zurück seid, dann schaue ich mir mal diesen Rocco an, was der so kann. Aber ich glaube, der kann nix. Ich bin super stark. Bis gleich. Ja.